Alles klar. Jetzt sind plötzlich ruhig. Ich hätte eh nach dem Spiel gecuttet. Also von dem her, wir sind jetzt in der zweiten Folge. Yay! Aua, das war sehr hochfrequentiert, um das mal so zu sagen. Entschuldigung. Ja, mal gucken, ob das der richtige Tod ist. Würde oder nicht. Ich aus reiner Neugierde auch mal tun wollen, so einen Mario-Pilz zu fressen. Dann schauen wir mal, was da passiert. Wahrscheinlich verreckst du. Ja, bestimmt. Ja, der andere Tod. Ah, 20. Der hat 20 Münzen ausgegeben und das war der falsche. Tada. Also ist doch der unten wieder der richtige. Cool. Und rotes Feld. Für Peach ein bisschen Salzsätze vielleicht. Der tiefe Fall von Peach. Prinzessins Toadstool. Princess Toad. Wohl eher, mir fällt nichts Schlagfertiges ein. Ja, du hast die meisten Münzen. Sorry, bei den anderen gibt's nichts zu klauen. Warum klaust du überhaupt? Du hast genug Münzen gehabt. Drück A. So bekommt er jetzt noch mehr Münzen. Münzen wahrscheinlich. Nö, 8. 11. Du hast noch 3, ich hab dir nicht alle geklaut. Es hat dann Plus von... Ist grad nicht besser. 6. Ja. Die Strafe folgt auf den Fuß. Einfach verdient. Was ist denn das hier, das Bowser-Game oder was? Ich mag keine Bowser-Games. 20. Da sind deine Münzen wieder. Tschüss. Verdient einfach nur. Warum verdient? Er hat den Stern. Er ist vorne. Ja, ich bin vorne. Und du hast mir gerade meine Münzen geklaut. Ja, und Bowser gegeben. Oh, wir sind im Team-Steam, ja? Destruction Duet. Auf jeden Fall. Das Duett der Zerstörung. Ah, da muss man das Ding jetzt kaputt machen. Man kann halt springen angreifen. Man kann mit B angreifen. Man kann auch auf die Statue und dann hier droppen. Z ist links hinten. Ja, hab ich schon. Alles klar, okay. Einfach die Statue kaputt hauen. Mit dem NPC ist es eigentlich unschaffbar, weil der NPC immer so, mal so, ach ja, ich schlag mal zu. Uff. Schöner Tag heute nicht. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Hallo? Ja! Eigentlich irgendwie bekannt gegeben, was mehr Schaden macht? Ich glaube, Stampfen ist schon eine der besseren Taktiken, aber ich bin einfach nicht da hochgekommen. Mario ist zu fett! Der ist immer an diesem Horn hängen geblieben irgendwie. Das ist so, das war eben diese Sache. Er wollte am Horn hängen bleiben. Ach so, das war ja. War das jetzt irgendwie hier so wie Crash Test Dummies, nur mit anstatt Kann ich mir so wenig. Nö. Mit 8 Münzen ist ein bisschen wenig, ne? Vielleicht kannst du ihn ja feilschen. Und ich soll immer Salz reinpacken. Das war einfach nur gerade, weil er die ganze Zeit verdient gesagt hat, als ich auf Bowser gekommen bin. Weil es doch verdient war. Nee. Na doch. Nein. Warum? Ich habe einfach von dem geklaut, der die meisten Münzen hat. Ich hatte nicht genug Münzen. Oh, kein Item. Oh nein, was mache ich denn? Was soll ich denn? Ich kann es dir auch nicht nein, sagen. Z ist links hinten immer noch. Und R ist hier. Halt R. So. So. Besten. Ich laufe einfach einmal um die Map und Tod bleibt da hinten in seiner Kackecke. Hier ist ja alles zu, ey. Alter. Stimmt, es ist auch Nacht, deswegen kommst du an den Froms nicht vorbei. Froms, nicht Froms. Was passiert jetzt? We're about to have a party, won't you dance with us? Nein. Ach, da machst du, glaube ich, aus Nacht auch Tag. Genau, dann tanzt du bis zum Morgengrauen. Nein. Ich weiß aber nicht, ob du da irgendwie Münzen bekommen kannst. Das hätte auch sein können, da bin ich mir nicht sicher. Mir egal, ich will's nicht. Such dir einen Sarg aus, in dem ein Item ist. Einfach gegenrennen. Oh, Junge. Start. Ich weiß, was er nimmt, ich weiß, was er nimmt, ich wusste es, ich wusste es. War das so offensichtlich? Nein, noch offensichtlicher. Got Item! Er hat das Gott-Item. Den Witz habe ich schon mal gebracht, das bringt nichts.
Boom. Recycelte Witze. Sind nicht gut. Irgendwie muss sie ja natürlich. Auf. Ich sag's doch, sie kommt da drauf. Ich hab's prophezeit in der ersten, vor der ersten Runde. Was denn das jetzt? Frankfurter Applaus oder was? Ah. Hey, guck mal, ich kann Münzen stehlen. Peach, du bist dran. Ich will mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Das bringt nichts, wenn ich drücke, aber mir egal. 11? Wow. Bringt das doch was? Nicht deine Münzen. Ich hab nichts gesagt. Doch, fucking 24 Münzen hast du gesagt. Magnetkarte. Das ist ein Münzspiel übrigens nur, deswegen ist es Gold unterlegt. Up, down, move forward, down, back, forward, left, crane, direction. Achso, mit dem, wir können mit dem Kran irgendwie halt so... Oh, Steven, wir beide sind übrigens. Ich weiß. Wir müssen das rechts in unser Dingens reinbringen, in unser Depot. Lustig. Jupp. Wahrscheinlich geiern alle direkt auf die Truhe. Ah. Hier ist das Ding. Oh, Peach und diese Kuh, Alter. Ich geh mal schon durch. Ja. Ruhe. Hol das Säckerle. Wie ist der weg? Ja, es ist schwierig. Ich weiß. Nein. Komm, lass ihn nicht das schaffen. Ach. Ja! Mit dem Computer habe ich gewonnen! Was heißt gewonnen? Wir kriegen einfach nur Münzen. Das ist mir scheißegal. Man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen können. Ja! Wenn es auch nur der eigene persönliche. Ich schau, ich dachte, das wäre ein Mini-Bowser gewesen. Und so weiter. Oh. Nee, richtig. Ich weiß. Hey, da passt einer auf. Im Gegensatz zu anderen. Echt mal? Jawoll! Guckt mal, ich komm da links nicht lang, weil man von unten kommen muss. Ich wollte gerade sagen, da ist dein Stern, aber irgendwie... Nee, das ist er nicht. Mein Stern ist bei Olli oder bei dir. Je nachdem, von wem ich als erstes klaue. Ich glaube nämlich, auf was anderes kommt's nicht hinaus. Oder in meinem versteckten Block, den ich gleich finden werde, weil ich eine 4 würfle und auf einem blauen Feld lande, wo ein versteckter Block mit einem Stern ist. Oh. Ansagenmeister confirm vielleicht? Okay, selbst das Spiel fand das nicht gut. Got item! Stimmt, Peach wird sich immer einen Pilz holen und immer versuchen, nach dem Pilz zu gehen, auch bei Item-Minispielen. Alter, was ist denn das? Bowser Palooza oder was? Jetzt Bowser Revolution, alle kriegen meine Münzen. Okay, es ist nicht da. Bowser's Chance Time. Oh nein, oh. Unsere Münzen und Sterne in der Hand von Peach. Wobei, ich glaube, hier sind es nur Münzen. Chance Time? Oh Gott. Ja, unsere Münzen. Ich wünsche mir 30 Stück. Alles. Give me all your money. Delicious. Hoch da. Was anderes bringt mir gerade nichts. Hallo Olli. Hi. Hab dich ja lange nicht gesehen, du. Ist so, ne? Alter, bist du haarig. Boah, jetzt bin ich schon wieder mit Peach, ey. Torpedo-Targets. Oh nein, nicht das! Oh, ich hasse dieses Spiel. Es ist so dumm. Erinnert ihr euch beim letzten Mal? Ja. Ich steuere. Okay. Oh Gott. Und ich schieße, toll. Peach, Launch-Torpedo. Oh, man kann den Torpedo auch lenken. Okay, gut zu wissen. Oh. Alles klar, Steven. Diesmal lenkst du und ich schieße. Nee, das letzte Mal war ich mit Olli, oder? Ja. Ja. Verdammt. Ja. Nein. Als ob. Oh! Ja, sicherlich. Ich spawn halt immer irgendwie direkt vor Olli und. Oh, Pete, warte mal, ein bisschen schneller. Deswegen, ich kann. Ey, was ist das für eine Kameraführung? Du musst weiter nach links. Das bewegt sich hoch und runter. Ja.
Warum sind wir immer zu weit? Warum ist das immer so rechtslastig? What? Hä? Ohne Mist, wir sind gerade dazu und das ist so rechtslastig. Das ist so dumm. Scheiße, ja, Peach, ja, du bist die Beste! Nein, Peach, du bist beschissen! Ja, Peach, du bist was? Die Beste! Als ja! Ob, Mann! Es ist egal, was ich mache, das trifft einfach nicht. Ja, genau! Was ist das denn? Ich hasse dieses Kackspiel. Es ist das Dümmste. Oh Mann! Ich gewinne mit Peach ein Spiel am anderen. Wir hätten machen können, was wir wollten. Es hat nie was gebracht. Ohne Mist, unsere Torpedos sind generell nach rechts gelenkt. Ich hab die ganze Zeit nach links gelenkt und das erst als es hinter der Zielscheibe war. Es ist so zum Kotzen. Suppe. Was, Suppe? Suppe. Suppen-Ritchie. Ah, herrlich. Alter Schwede.